Was geht und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2021 Hotlap. Wir sind diese Woche in Zandvoort in den Niederlanden. Ein Dribble steht ja an. Letzte Woche war schon Belgien mehr oder weniger dran. Das Debüt gab es 1950 hier schon in Zandvoort. Und natürlich viele Verstappen-Fans dieses Wochenende unterwegs. Und ja, vor 36 Jahren wurde der letzte Grand Prix hier gefahren. Die meisten Wins hatte Jim Clark, weil es halt eben so eine richtige Oldschool-Strecke ist. Und den letzten Win hier hatte tatsächlich Niki Lauda 1985. So 4252 Meter, hat eine Runde, 14 Kurven. 10 rechts und 4 links, das ist natürlich nicht viel, aber sie sind sehr intensiv mit diesen Steilhängen. 72 Runden werden sie heute fahren, hier haben wir nochmal Zandvoort, 14 Kurven und natürlich 2, wenn auch sehr mickrige DRS-Messpunkte und natürlich auch DRS-Zonen. Hier also die komplette Strecke in ihrer Pracht und wir starten rein. Ihr durftet euch entscheiden auf TikTok und es ist Red Bull geworden. Der Lokalmatador Max Verstappen kommt ja auch hier aus Niederlanden und deswegen passt es auch. Und ja, ich habe alles reingesteckt. Es ist eine richtig coole Runde geworden. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos und ich würde mal sagen, los geht's. So, erste Kurve schon ziemlich tricky, sehr, sehr langgezogene Rechtskurve und die Kiesbeds überall hier auf der Strecke sind die fast, die ziehen dich magnetisch an. So, hier nochmal, wie gesagt, am Körb dran entlang fahren, aber nicht drüber fahren. Links leicht raustragen lassen, das geht dann schon. Die Kurve 2 und 3 fährt man in einem Flow. Die 3er überhaupt ziemlich tricky, da gibt es ein paar Linien. Und hier genau, die 2er GD Vollgas. Die 3er sind ein bisschen tricky. Man muss sich raustragen lassen und auch mit dem Steilhang, da ist das Auto sehr, sehr instabil beim Rausbeschleunigen. Und dann kommt Kurve 4, 5 und 6. Diese ganze Kurvenkombination, die macht übel Spaß und die kannst du komplett Vollgas fahren. 4, 5 und 6 dann raustragen lassen. Dann geht es in die Kurve 7. Okay, jetzt nochmal 4. Genau. Dann hier immer an den Curbs entlang, aber nie so richtig drüber. Also ich hoffe, dass man damit was anfangen kann. Die Kurve 7. Richtig Vollgas geht die. Alles geht hier theoretisch Vollgas. Und dann kommt wieder die erste, der erste Bremspunkt. Kurve 8 und 9 und 10. Nein, 8 und 9 fährt man in einem Aufwisch und 10 dann hängt man noch hinten dran, bevor man dann endlich mal kurz wieder verschnaufen kann, nach der Kurvenwucht der Strecke, also wirklich viele Kurven immer aneinander gereiht und dann kommt mal eine kurze, aber doch genau, die 10er, die ist auch sehr, 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 sehr spezial. Wenn man so früh aufs Gas geht, kommt man über den Körper rechts ins Kiesbett, aber wenn man hier echt schön sich gut durch, wenn man so gut durchkommt, dann ist es eigentlich ziemlich schön zu fahren. Ja, wir mussten hier einmal korrigieren. Deswegen sind wir da ein bisschen zu weit über den Körper rausgekommen. Und dann DRS-Zone Nummer 2. Hier wird wahrscheinlich nichts gehen. Wird nichts gehen. Auf jeden Fall nicht. Und die Kurve Nummer 11 und 12. Die ist echt tricky. Überhaupt die 12er zum Rausbeschleunigen. Da hat es auch gestern unter anderem auch Verstappen zu weit rausgetragen. Das Auto sehr unruhig überhaupt beim Rausbeschleunigen aus dieser Kurve. Aber wir haben es hier ordentlich hingebracht. Und dann geht es schon in die letzten beiden Kurven, die es nochmal in sich haben. Die 13er rechts bloß nicht den Körper berühren. Da hat man bei Norris auch schon mal einen kleinen, aber feinen Abflug gesehen. Und die Kurve 14, der Steilhang schlechthin rausbeschleunigen. Und hier legt man dann auch den Grundstein für die schnellste Rennrunde. Dann hier DRS. Und dann wird es wahrscheinlich oder hoffentlich teilweise am Ende der Geraden ein paar, aber doch Überholmanöver übergeben. Ich denke mal, es wird eher wie Ungarn werden. Da war das Qualifying schon das Spannendste. Und ja, das war es wirklich. Wir kommen gleich hier zum Qualifying. Ein Abflug von George Russell, der mit dem Heckflügel gerade noch so nicht eingeschlagen ist. Und dann gab es rote Flagge. Danach, gleich beim nächsten Versuch, ist dann Latifi. Der ist leider eingeschlagen und für den war alles zu spät. Und dann leider auch für unter anderem Namen wie Norris, der leider nicht mehr eine schnelle Runde fahren konnte, weil die Session nicht mehr fortgesetzt wurde. Und dann gab es natürlich die Pole für Max Verstappen. 38.000stel Vorsprung vor Lewis Hamilton. Es war wieder, eigentlich hat es nicht knapp ausgesehen. Man wusste, dass Verstappen wahrscheinlich eh die Pole holen wird. Aber zum Schluss nochmal wurde es echt knapp. Hier nochmal Verstappen vor Hamilton und Bottas. Eigentlich das gegebene Bild von 2020. Dahinter Gasly, aber auch die Ferrari, die waren da. Gerade am Freitag. Auch Giovinazzi, richtig überraschend da vorne auf 7.
Ja, Ocon Alonso auf 8 und 9 geht auch klar. Ricciardo auf 10, also das ist echt toll. Und George Russell in auf P11, der kann natürlich seine Reifenstrategie ändern. Das kann echt alles ziemlich interessant werden beim heutigen Rennen. Und ja, wem drückt ihr die Daumen? Ich würde mal sagen, Verstappen macht das Ding vor Hamilton und Bottas. Ich denke mal, es oder vielleicht sogar vor Hamilton und Gasly. Tipp gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Später kommt noch das Rennen unserer Season. Es ist ein Drauf- und Drunter-Rennen. Also wirklich ein richtig beschissenes Rennen. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen um da und schaut auch unbedingt gerne auf unseren Instagram und vor allem auch gerne auf meinem privaten TikTok-Account vorbei. Links sind wir mal alle unten in der Bio und wir sehen uns hoffentlich morgen zum Recap von dem Rennen, was hoffentlich spannend wird, aber ich kann es mir leider nicht vorstellen. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.